Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Neverwinter. Ja, leider ist es heute in dem Part so, dass wir nur zu zweit hier unterwegs sind. Wir wollten ja eigentlich heute das Versteck des Piratenkönigs machen. Allerdings Tahane, die ist glaube ich noch im Urlaub oder die ist gerade erst wiedergekommen und hat anscheinend noch keine Zeit. Elrond hat sich mal wieder nicht gemeldet. Keine Ahnung, was mit dem ist. Deswegen versuchen wir es diesmal zu zweit. Dafür hatte der E-Tron, den ich auch mal wieder im TS habe, seinen 60er ausgepackt und wir versuchen es zu zweit durchzukommen. Wenn es nicht klappen sollte, seid uns da nicht böse, dann muss ich mal noch einen neuen Termin ausmachen, dass es dann vielleicht klappt in der ganzen Gruppe. Schauen wir mal. Hallo E-Tron. Hi. Hi. So, da würde ich sagen, lass uns mal reingehen. Jo. Mit aktueller Gruppe betreten. Ja, das Gewölbe betreten, bitte. So, ich bin mal gespannt, was uns da drin erwartet. Oh ja. Das könnte schwer werden. Ich selber habe mir ja schon mal ein Video davon angeguckt, aber nicht komplett bis zum Ende. Deswegen weiß ich nur bis zum ersten Boss ein bisschen was. Ich wollte mich nicht komplett spoilern lassen. Weil nach dem letzten Dungeon-Besuch, wo ich da alleine noch kämpfen musste, da habe ich ein bisschen Respekt gekriegt vor den neuen Instanzen. Also ich meine, ich hätte sie schon mal gesehen, aber es sind so Sachen, da erinnert man sich so schlecht dran. Wo hast denn du eigentlich dein Equipment alles her? Du musst ja auch eigentlich regelmäßig Instanzen machen, um so ein Equipment zu bekommen, oder nicht? Das, was ich jetzt anhab? Ja. Das habe ich aus dem Aktionshaus. Ach so, du bist einer, der sich einkauft. Der, also, E-Tron ist also so ein Spieler, der kann nicht wirklich spielen, der kauft alles. Ja, ich muss halt sagen, ich spiele halt gerne Singleplayer und das ist ja hier ohne in den normalen Gebieten überhaupt kein Problem. Und ich hatte irgendwie nie Lust auf die Instanzen und bin mal rein und ich fand das zu schwer und zu doof und irgendwie dann 3-4 Mal anzufangen und dann musste sie ja auch theoretisch dann x-mal machen, die Heroischen, um dann irgendwie gescheit was zu farmen. Das war mir alles zu doof und dann habe ich mir einfach irgendwas gekauft. Ah, scheiße Knöpfe. Bist du auch schon wieder auf den falschen Knöpfen? Ja, ja, irgendwie schon. Also bei mir geht's, muss ich sagen, denn ich bin im Moment ja so viel am Heroes of the Storm spielen, das sind ja dieselben Knöpfe. Von daher komme ich da gar nicht so schlecht raus. Achso, ja, für halt die... Ja, sprich ruhig. Ich bin halt so die Bellatrix gewöhnt und dann nehme ich andere Kombinationen und jetzt muss ich mich erstmal total wieder umgewöhnen. Wie sieht das mit den Items aus, die hier droppen? Soll ich die alle mitnehmen oder wolltest du auch was haben? Ja, nehmen. Ich kann sie ja eh nicht gebrauchen. Okay, ne. Gut, für diejenigen unter euch, die sich wundern, dass ich etwas komisch spreche, das liegt daran, das hatte ich glaube, ach Moment, mir fällt gerade ein, ich müsste nochmal Tränke einwerfen. Das liegt daran, ich war letzten Mittwoch beim Zahnarzt gewesen und die haben beim Betäuben meines Mundes versehentlich den Zungennerv getroffen und der ist jetzt nach 3 Tagen bzw. 4 Tagen immer noch betäubt. Deswegen seht das davon ein wenig ab, dass ich mich ein bisschen anhöre wie Katja Burkhardt. Aber ich hoffe mal, dass ich das bald ändere. Wo willst du hin? Wolltest du hier lang? Ja, ist egal wo lang. Aber da ist eine Falle, ne? Vorsicht. Ja, habe ich jetzt auch gesehen. Es ist natürlich jetzt so, dass ich definitiv nicht den meisten Schaden verursachen werde. Das wird wohl der Elrond machen. Nicht der Elrond, der E-Tron. Ah, schauen wir mal. Wo ich halt nur ein bisschen drauf aufpassen muss, ist halt, dass mein Leben nicht komplett ausgeht. Weil nach dem letzten Mal bin ich doch ein bisschen übermütig geworden. Was ist denn das hier? Interaktion nicht möglich. Ja, jetzt machen wir sofort. Lass uns mal erst noch hier die Gruppe machen. Ja, ja gut, dadurch, dass meine Skillung irgendwie total für den Arsch ist hier, bei dem Charakter, könnte es gut möglich sein, dass du zumindest gut mithältst. Inwiefern ist denn deine Skillung im Arsch? Ja, ich irgendwann nicht mehr drauf geachtet, einfach irgendwas genommen, scheiß drauf, mach mir die Sinnflut. Du, ich weiß auch nicht, ob meine Skillung gut ist. So, hier haben wir ein kleines Geheimnis, da können wir jetzt erstmal gucken, was wir hier überhaupt machen können. Hier müssen wir erstmal das Gewölbekunde-Paket benutzen. Das Ding reindrücken. Dann müssen wir einmal hier oben lesen. Und da haben wir die Kombination zweimal rechts, einmal links und zweimal Mitte. Zweimal rechts. Eins. Zwei. Eins.
Eins und zwei. Und schon öffnet sich hier ein Spalt, wo eine Schatztruhe drin ist. Das habe ich noch im Video gesehen. Danach, Das habe ich noch gar nicht gewusst, dass hier so ein Geheimgang ist. Was war denn drin? Da war nur Schrott drin. Okay. Irgendwelche kleinen Steinchen zum Aufleveln und sonst nichts großartig. Kleine Tränke, die ich mittlerweile auch nicht mehr brauche mit dem Level. Na gut. Da, ich habe wieder eine Falle gefunden. Ich habe noch eine Falle gefunden. Vielleicht solltest du wirklich schon. Wow. Autsch. Die hauen hier aber auch ganz schön rein, du. Wo zum Teufel ist denn mein Heiler? Und wo zum Teufel ist dein Heiler? Hä? Wo ist die? Moment, da muss ich gleich, die muss ich gleich erstmal wieder rufen. Irgendwie hat die hier in Pirate Skyhold leichte Probleme anzukommen. Moment, wo ist sie? Irgendwie verschwindet die ständig hier. Ah, da ist sie. Wo? Ein paar Mobs mitgebracht. Ah, okay. Ist sie einfach mal einen anderen Weg gegangen? Ja, scheint so. Boah, krass, ein paar ist gut. Die hat ja alles mitgebracht, die komplette Instanz. Ja, wahrscheinlich den ganzen Umweg mitgenommen. Ja, das war ja völlig daneben, der Schlag. Heiligsblechle. Wertes Fräulein, mach nicht so einen Scheiß. Du sollst uns heilen und nicht umbringen. So, was haben wir denn hier? Taschen sind zum Glück leer, habe ich alle leer gemacht. Da können wir ordentlich was mitnehmen. Und dann müssen wir hier mal ein bisschen weiter schauen. Da noch ein Naturkundepaket. Das müssen wir mal eben kurz gucken. Hier unten müssen wir auch noch hin. Einen Schalter umlegen. Du hast wieder eine Falle gefunden. Mhm. Du bist ja wie ich. Ja, nur dass mich das nicht weiter stört. Also. Ich habe noch eine gefunden. Das ist schön, dass du die vor mir findest. Dann laufe ich da wenigstens nicht mehr rein. Da waren wir schon. Wir müssen jetzt hier lang den nächsten Hebel finden. Fieser Abgrund. Ja, jetzt habe ich sie gefunden. Jetzt in dieselbe Falle nochmal reingelaufen. Ja, hier ist auch noch eine Falle. Sehr schön. Hier haben wir Natur. Nehme ich einfach mal mit. Da musste ich mich letztens erstmal wieder ausrüsten. Ich war total schockiert. Meine Pakete waren alle. Na, ich habe ja gut aufgefüllt. Ja. So, das haben wir. Ich glaube, jetzt müsste das Versteck des Piratenkönigs schon auf sein. Lauf mal vor. Die Falle ist wieder aktiv. Musst du nur ganz links im... Na gut. Aber hier ist noch eine. Wo ist hier? Du bist schon vorbei. Achso. Ich wollte dich nicht anhandeln. Ich wollte hier den Hebel drücken. Ich lasse dich einfach mal vorstürmen, weil ich habe da ein bisschen Angst. Die machen ja doch ein bisschen sehr viel Schaden. Au. Tun weh. Was hast du denn eigentlich für eine Gegenstandsstufe? Was meinst du mit Gegenstandsstufe? Ja, dieses Item-Level oder was das da ist. Also ich habe schon alles Level 60, so ist es nicht. Nein, so ist das nicht gemeint. Wenn du auf deinen Charakter gehst, auf C, da hast du doch ganz oben Ausrüstungswert. Ach, den meinst du, den Gearscore, 11.568. Ja, ungefähr doppelt so viel wie ich. Und da geht noch deutlich mehr. So, hier hinten haben wir auch eine Kiste. Ich glaube, da war eine Falle. Ich habe es im Augenwinkel noch gesehen. Wenn ich so manchmal im Chat lese, die Leute so mit 20.000 Gearscore. Ja, das kriegt man auf jeden Fall hin, wenn man Instanzen auch auf heroisch geht. Wobei, jetzt muss man dazu sagen, das sind Tanks, glaube ich. Die kriegen den Gearscore durch die ganzen... wieder Trefferpunkte. So, die Kiste darfst du dir holen. Da ist gleich einer im Abgrund. Was? Der hat's hingekriegt? Nicht das erste Mal, dass ich dir so einen Jumping Puzzle mache hier. Nee, sowas ist mir dazu gefährlich. Das ist, Du musst, um die scheiß Kugeln überall zu finden, musst du teilweise
durch die Gegend kraxeln, das ist nicht mehr schön. Oh, einen Moment, hier habe ich was zum Lesen. Schriftrolle der göttlichen Hymnen. Hier liegt eine Schriftrolle mit einer geschriebenen... Ich lese das jetzt mal nicht vor, das ist mit der Zunge echt beschissen. Ich lasse das mal eben kurz ein bisschen offen, dann könnt ihr euch das durchlesen. Und dann klicke ich gleich weiter. Es tut mir gerade ein bisschen leid, aber mit der Zunge vorlesen ist echt Katastrophe. Gut, ich denke mal, das reicht. Ansonsten einfach Video pausieren und dann könnt ihr es euch ja durchlesen. Ich gehe hier mal auf Interessant. Achso, das war's schon. Wieso leuchtet das denn immer noch? Warte mal, was haben wir noch für Möglichkeiten? Ah, Religionsbausatz, die richtige Antwort nachschlagen. Jetzt haben wir die richtige Antwort anscheinend bekommen. Frag mich aber nicht, wofür das gewesen ist. Vielleicht ist das für das Rätsel gewesen, was wir vorhin schon gesehen haben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, da vorne links liegt noch was. Yeah. Oh, neues Wissen. Was haben wir denn da? Kannibalismus und Tote, Ghouls. Mhm. Mm, klingt ja interessant. So, und hier haben wir der romantische Arzt. Warte hier, Dr. Stefan Frank? So. Genau, kämpfen wir erstmal hier an der Ecke. Damit wir den Arzt nicht auch noch direkt mit dabei kriegen. Ah. Damit wir den Arzt... Spring hoch! Wie, was meinst du mit springen hoch? Ja, der wollte mein täglich nicht machen. Ach so. Oder so hochspringen, das, weiß nicht, Crescendo oder wie das Ding da ist? Ja, genau, da warte ich ja auch noch drauf. Weil das kriege ich erst, glaube ich, mit den nächsten zwei Leveln. Kümmerst du dich um den Doc? Wenn ich ihn finde. Oder kümmere dich um alles. Das wäre noch besser. Oh, ich gehe mal hier durch die Menschenmasse. Also wir treffen ihn auf jeden Fall. Irgendwo ist er dabei. Ach, guck mal, da ist er doch. Das ist ein dicker orange Schriftzug drüber. Ah ja, ich sehe ihn. Ja, jetzt ist er auch alleine. Wobei, jetzt kommen hier wieder lustige Gesellen dazu. Komme. Wenn ich kann. Na, im Moment geht's noch. Ach, ich habe ja hier die Tastatur noch nicht umgestellt. Hahaha, deshalb rennt der nicht. Mach mal einen Wirbelwind hier. Den habe ich gar nicht. Es war auch eine tägliche, oder wie war das? Ja. Ich frage mich allgemein, wofür man bei dem Spiel zwei tägliche Fähigkeiten braucht. Das wird wahrscheinlich bei den späteren hochstufigen Instanzen interessant. Ja gut, aber du kannst ja sowieso immer nur eine benutzen und dann musst du erst wieder warten. Ja, ja, gut, klar, aber du kannst ja dann unterschiedlich, je nachdem wie der Boss reagiert, kannst du dann unterschiedlich feuern. So. Zumindest ist der Boss schon mal down, das ist schon mal ganz gut. Wobei, haben wir beim letzten Mal ja auch geschafft. Die Bosse vorher waren gar kein Problem und dann der Endboss, der war dann das Problem. Jo. Mein Gott, die mit ihren Scheiß zaubern. Ich hab unterbrochen. Na dann. Ach, macht diese Attacke das? Die... Warte, wie heißt das Ding? Machst du auch. Schwungvoller Hieb. Das, wo die dann so außenrum abstechen, der unterbricht. Ach so. Da habe ich noch gar nicht wirklich drauf geachtet. So, was, wo sind wir denn? Ach so, von hier sind wir gekommen, stimmt. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken. Wir folgen, glaube ich, gleich mal wieder der Strichellinie. Ich werde auch in dieser Aufnahme wieder komplett die ganze Instanz in einem aufnehmen und dann mal gucken, wie lange es wird. Wenn es zu lange wird, dann werde ich definitiv die Parts wieder einzeln einstellen. Da haben wir eine Brücke runtergelassen. Was ist hier noch? Ah, guck mal einer an. Da, auf der anderen Seite. Oh, ich habe den Sprung geschafft. Aber auch nur Schrott drin. In den Schatzladen ist das oder so immer nur Schrott drin. Was haben wir denn hier? Eine Rüstung für den Zweihandwaffenkämpfer. Aber das Stein. Mein Inventar ist voll. Dein Schwert sieht doch sehr geil aus. Oh, es geht.
Ich finde das schon, hat was. Sieht auf jeden Fall besser aus wie meine Axt. So, spring wieder rüber. Nur Schrott hier wieder dabei. Verdammte Scheiße. Warte mal. So, ich bin rüber. Oh, Gott sei Dank. Bei solchen Sprüngen habe ich immer Angst, dass ich ins Loch falle. Oh, selbst wenn, ist ja nicht schlimm. Muss ja nur ein bisschen laufen. Ja, vom Anfang an, ne? Wobei, jetzt geht's. Jetzt habe ich gerade ein Lagerfeuer gefunden. Mit Gummi im lila Feuer oben drauf. Ich glaube, das haben die alle. Nee. Jetzt so. Kommen hier lila Laterne? Ja, ich meine schon. Lauf mal vor. Bin ich die arme Sau, die tanken muss, ja? Ja, das wäre sehr sinnvoll, weil du hast noch ein bisschen mehr Leben wie ich. Ah, nur minimal. Was heißt minimal? Ich kann gleich mal gucken. Bestimmt 10-mal so viel. Mal doch gucken. 23.500. Okay, doch nicht 10-mal so viel. Nicht mal doppelt so viel. So, was haben wir da? Diebstahl Paket erfolgreich. Den Rest konnte ich nicht lesen. Autsch! Was hast du gemacht? Du hast die Instanz kaputt gemacht. Wollt nur zu den Mobs hin, auf einmal werde ich von Steinen erschlagen. Auch nicht schlecht. Ah, die alte Gewitterhexe hier. Aber wie mutig du immer drin stehen bleibst in den roten Kreisen. Naja, wenn ich groß bin, brauche ich ja auch nicht rausgehen. Dann bin ich ja immun. Aber nicht vorm Schaden. Doch, klar. Du bist nicht vorm Schaden immun. Du kriegst trotzdem Schaden. Echt? Ja, sicher. Aber ganz minimal. Du bist da nur immun vom Rückstoßeffekten und Umhaueffekten und... Was ist denn hier los? Was machst du da? Ja, was lesen. Ach, du liest was. Das ist interessant. Hast du wieder Gegner gepullt ohne... Ich weiß nicht, ob die jetzt gekommen sind, weil ich da irgendwie ein Naturkundepaket benutzt habe oder so. Nee. Fell. Fell ist immer gut. Ich glaube, da habe ich noch nie gebraucht. Ich bin irgendwie bei meinen Berufen immer nur am Sammeln. Ah, aua. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. ich bin da immer nur am Sammeln. Irgendwelche Klamotten.